Was haltet ihr denn von Julep Dexe? Deutsche Memes. Julep Dexe. Let's go. Dieses Video soll jemanden verletzen und dient nicht zur Unterhaltung. Alles klar. Es ist Christmas time. Es ist Christmas time. Es ist Christmas time. Drück, 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 drück. Moneyboy ist einfach deutsches Kulturgut. Nee. Kommt aus Österreich, ne? Österreichisches Kulturgut. Drück, drück! Ey, Bruder, wer klopft hier? Ey, Bruder! Was machst du hier? Ey, was machst du hier, Bruder? Bruder, keine Ahnung! Hä? Der eine ist hier am Zocken. Der andere betet hier, aber sind wir Idioten? Sozusagen christliche Muslime, so. Wisst ihr, wie ich meine? So, wir essen Schwein, so, ich esse selber Schwein. Christliche Muslime? Schwein, so. Oder zum Beispiel die Familie, meine Familie aus Bosnien, die essen auch Schwein. Das ist so bei uns so chillig, so. Wisst ihr, was ich meine? Wir sind jetzt eine. Man kennt es, Leute, christliche Muslime. Ein Paket für Josh Nichols. Danke, noch einen schönen Tag. Das kannst du doch nicht wissen. 5x3? Never flip mal, ist so doof. Jasmin ergreift die Flucht. Ey, Hartz IV TV war mal so eine Sache, ne? Gibt's das überhaupt noch, Hartz IV TV? Wie sieht aktuell dieses Ding schön aus? Schön laut hier. Ist der Motor an? George gibt Insider-Tipps. Halt deine Hand an den Auspuff. Wenn du heiße Luft fühlst, ist der Motor an. Gibt's immer noch? Oh Mann, Alter. Ich raff gar nichts mehr von Memes, lol. Oh, jetzt ein komischer Satz. Wir gehen davon aus, dass Sie den aufgeschrieben haben. Ja! Wenn man sich nicht sicher ist, ob man in dem Raum Unterricht hat. Er hat ein gewisses oder Geist im Text. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Jo, Luki, Luki. Ein gewisses oder Geist im Text. Ihr habt mein Vertrauen heute gefickt. Ihr habt mein Vertrauen gefickt. Wenn meine Freunde sagen, dass sie keine Zeit haben, aber später ohne mich rausnehmen. Das ist ja ein absoluter Snitch-Move. Gebumst hat jemand vertraut. Das hat sie gemacht. Euch? Das macht man doch nicht. Ganz ehrlich, wen soll ich vertrauen? Apo Red Walkout. Kannst du bitte meinen Kumpel Ole Skok grüßen? Er ist sehr groß. Du hast bestimmt verstehen, du meinst bestimmt Ole Sock, ne? Also alte Socke. Und eine alte Socke will ich garantiert nicht grüßen. Pech gehabt. Kann sie nicht hops nehmen, ne? Kann sie nicht hops nehmen. Go, go, go. Was soll das Man Leben kennt sein es. Von mir? Hab ich auch ein bisschen Leben verdient? Nur ein bisschen! Essen noch? Ja. Fischstäbchen mit Kartoffelbrei und Spinat. Agatha hat gekocht. Ja, na klar. So, und Danny. Sound after. Alter, der sieht wirklich aus wie der chinesische Elon Musk. Alter, krass! Alter, er sieht einfach aus wie der asiatische Elon Musk. Oh. Tanzverbots-Community hat ihn damals hops genommen. Alter, wie lang ist das her? Und jetzt haben sie wieder deabonniert. Jetzt haben sie wieder deabonniert. Ja, ja, okay. Krasser Plot-Twist. Niemand, unser inkompetenter Sportlehrer. Ich werde das Ding nie wieder anrühren. Ich möchte mit all dem nichts zu tun haben. Wie schmecken die Brötchen? Das aus der neuen Doku von über den Kiez Penny. Ich habe mir die komplett gegeben.
vorgestern Nacht, glaube ich, habe ich mir die. Das ist so ein typisches Video, was man sich nachts um eins einfach so geben kann. Schmeckt nach was. Das kaufe ich. Stell dir vor, ich sehe ein X. Und stell dir vor, ich sehe ein Triple R sein. Was? Nein! Ich meinte nur, stell dir vor. Das ist alles verkackt. Du hast dein ganzes Glück verschwendet. Du hast mein Vater, wenn ich das Licht 0,2 Sekunden falsch habe. Alles kaputt gemacht, weil du einfach zu blöde bist. Jo, was geht ab, Leute? Bleib sitzen, alles gut. Was machen, Bro? Alles gut bei dir? Mein Nachbarn nachts im Obergeschoss, ja. Ist das geil, Alter! Aber das Ding ist, hier in dieser Wohnung kriege ich von meinen Nachbarn nichts mit. Doch, die unter mir spielen manchmal Klavier. Aber ansonsten kriege ich nichts mit. Von niemandem. Niemandem. Yeah! Manchmal, ne? Könnte ich mir selbst eine reinhauen. Okay. So. Ah. Klopft schon wieder, ja. 3.16 Uhr. Dicker, will er mich verarschen? Dicker, lösch meine Nummer, lösch mein Tinder-Account. Was willst du wieder, ja? Ich mal, was ich will. Ich brauch nur diese Baustellabsicherungsteile. Weißt du, was ich meine? Diese Wand. Ja, genau, für Baustellen. Du nervst mich nie wieder danach? Dicker, nie wieder. Okay, heute, letzte Mal. Ich küsse dir. Hier, Dicker, hast du? Bitchin' Playboy. Pass auf dich auf, ja? Man kennt das. Man kennt das. Was hat er seinem Friseur gesagt? Hey Leute, ihr wisst nicht, was passiert ist. Es ist einfach mein Friseur gestorben. Walla, das ist nur Wasser. Aber sieht trotzdem schlimm aus, ja. Jo, Monte, wo bleibst du denn? Wir sind hier beim Fan-Treffen und warten auf dich. Monte, wo bleibst du? Ah, Monte, wo bleibst du, Mann? Wo bleibt Monte eigentlich? Was sind denn das für Memes? In unserer Zeit hatten wir nicht mal Luft zum Atmen. Warum übertreibst jetzt, du Hure? Jo, Brudi. Ich weiß, okay, wir sind nicht dicke, ne? Das war true. Kannst du bitte das Bild löschen? Mein Vater wird mich auseinandernehmen, bitte. Es tut mir leid. Okay? Habibi. Gott verzeih mir meine Kriegen. Ich im Kreativmodus, um meine Mutter im Einkaufszentrum zu suchen. Wer denkt sich solche Captions aus? Ey, ich bin so geschädigt. Ich bin so geschädigt. Weil früher, als ich an der Kasse stand, meine Mutter, als ich klein war, meine Mutter manchmal gesagt hat, so, ja, ich hole noch schnell was. Bleib kurz hier, mir ist dann was eingefallen, ich hole noch kurz schnell was. Und dann ist sie halt losgegangen und hat was geholt und die ist halt nicht rechtzeitig wiedergekommen, das mehrfach. Das habe ich nicht einmal erlebt, das habe ich einige Male erlebt, dass ich tierische Panik, einfach dieses Gefühl von, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann komme ich dran und die Kassiererin, die macht dann düb, 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 düb. Und ich denke mir, ich habe doch gar kein Geld. Was passiert, wenn ich kein Geld habe? Ich hab ja nichts. Alter. Alter. Aber das ist wirklich Trauma. Das ist ein fucking Trauma. Also ohne Scheiß, da leide ich heute noch drunter. Wenn ich mit irgendwem einkaufen bin und die Person sagt, ich hol noch kurz was. Ich sag, okay, ich stell mich nicht an die Kasse. Ich kann nicht mehr. Entweder wir gehen zusammen an die Kasse und wir bleiben an der Kasse oder nicht. Ja, Chat, wir verstehen uns. Die Jungs und ich im Unterricht. Yeah.
Leute, schmeckt die Schmacke, schmeckt Ehre, Leute, schmeckt die Schmacke, die ultimative Schmack. Oder ganz köstlich, aber auch schmöchtlich köstlich. Limonade. Das Nachbarskind jeden Sommer. Frische Limonade. Nur 2 Euro der Becher. Du